Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zu unserem Wahlbarometer mit Peter Westenthaler. Ja. Und Josef Czapp, die Hallo. Umfrage der Woche haben wir uns gerade mit Professor Beutelmeier angesehen und jetzt analysieren wir das Ganze auch politisch und wir starten mit der Steiermark-Wahl. In knapp 10 Tagen wird ja in der Steiermark-Wahl gewählt. Alle rechnen mit einem FPÖ-Sieg und auch die Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft prognostiziert das. Aber schauen wir gleich einmal hinein und zwar als erstes auf die aktuelle Hochrechnung der Lazarsfeld-Gesellschaft. Die FPÖ kommt demnach auf 33%, das ist fast eine Verdoppelung zum Ergebnis der letzten Landtagswahl. Die ÖVP auf 27%, das sind 10 Prozentpunkte minus. Die SPÖ käme auf 22%, klarer Platz 3 damit oder abgeschlagener Platz 3. Und dann de facto gleich auf, Grüne, KPÖ und NEOS alle bei 6%, würden damit alle ganz knapp in den Landtag einziehen. Nicht einziehen würden die Kleinlisten KfG, MFG und DNA. Schauen wir uns vielleicht zum Vergleich auch noch kurz die Rohdaten an. Interessanterweise die FPÖ in den Rohdaten sogar etwas höher, nämlich bei 35%. Die SPÖ ist in den Rohdaten vor der ÖVP 20%. Die ÖVP in den Rohdaten überhaupt nur noch auf 18%. Wobei da der Professor Beutelmeier meint, da gibt es einfach so wenige, die sich derzeit zur ÖVP deklarieren. KPÖ kommt auf 9%, Grüne 5%, NEOS 5% und 11%, die keine Angabe machen. Herr Westenthaler, schaut nach einem Homerun für Mario Kunasek aus. Die Frage ist anscheinend nur noch, wie hoch wird der Sieg? Also das schaut danach aus, dass die Steirerinnen und Steirer ein Wörtchen mitreden wollen bei dieser Koalition der Verlierer gegen den Wählerwillen vom 29. September. Da baut sich eine Protestwelle von enormem Ausmaß an, die da über den Semmering oder über den Wechsel, je nachdem, wie man sieht, schwappt. Und das ist auch zu Recht so. Home Run ist immer relativ, denn es geht ja um mehr als nur um einen Platz 1 oder um einen ordentlichen Abstand. Es geht darum, diesem undemokratischen Kartell von SPÖ, ÖVP, Grüne und Bundespräsidenten, die jetzt gegen die Wählerinnen und Wähler vom 29. September eine Regierung bilden, dass man das für die Steiermark verunmöglicht. Die Steirerinnen und Steirer haben es in der Hand, das zu verunmöglichen. Was meine ich damit? Wenn ich mir jetzt anschaue in der Umfrage, dass wir noch immer 27% ÖVP und 22% SPÖ haben, so ist klar. Schauen wir vielleicht, nur dass wir parallel nochmal die Hochrechnungszahlen. So wäre bei diesem Ausgang der Wahl klar, was passiert. Nämlich die Wahlverlierer würden das Gleiche machen wie auf Bundesebene, schwarz und rot, und würden wahrscheinlich mit 49% eine knappe, aber doch Mandatsmehrheit erzielen können. Und ob das im Sinne des Erfinders ist, nämlich dass Wahlverlierer jetzt überhaupt bei allen wollen, sich zusammentun und pfeifen auf Wählerstimmen und auf Wahlergebnisse, das glaube ich wird in der Steiermark nicht sein. Das heißt, was ich hier glaube, ist eher, dass die Rohdaten das eigentliche Ergebnis sein werden oder näher am eigentlichen Ergebnis sein werden. Und im Übrigen, das mit der Deklariererei hat ja in Wahrheit auch bei der Nationalratswahl so nicht gestimmt. Auch hier hat ja, und ich habe das nie verstanden, dass man von Rohdaten eine Partei quasi bei der Hochrechnung, nicht Hochrechnung, sondern runterrechnet, hier wieder um 2%. Bei der Nationalratswahl war es in Wahrheit umgekehrt. Da haben mehr Menschen die FPÖ gewählt, als in den Hochrechnungen vorausgesagt worden ist, nämlich um rund 2-3%. Also es sind dann am Schluss 25-26% prognostiziert worden und am Ende waren es fast 29%. Also diese Deklariererei ist immer schwierig einzupreisen. Ich verstehe das auch, ist auch für Meinungsforscher nicht einfach. Aber ich glaube, dass es noch ein deutlicheres Ergebnis braucht und die Steirerinnen und Steirer wissen, es geht hier nicht nur um landespolitische Themen, das auch, weil in Wahrheit ist ja die wirtschaftliche Situation in der Steiermark genauso wenig rosig wie auf Bundesebene, sondern es geht darum, dem Bundespräsidenten und der Verliererkoalition, diesem Kartell der Verlierer, die bereits vor der Wahl eine Koalition ausgepackelt haben, einmal ordentlich die Meinung zu trönen. Und das wird, glaube ich, am 24. November, also in 1,5 Wochen, passieren. Für die FPÖ schaut es nicht nur in der Lazarsfeld-Umfrage, auch in allen anderen Umfragen sehr gut aus. Für die SPÖ schaut es derzeit
Durchschnittlich. Ja, ich hätte eher schlecht gesagt. Ja. 22% sind es in der Hochrechnung der Lazarsfeld-Gesellschaft. Das wären mehr als, also wären 11 Prozentpunkte hinter der FPÖ und wäre klarer oder abgeschlagener Platz 3. Wird die SPÖ da auch ein bisschen zerrieben, wieder mal zwischen FPÖ und ÖVP und diesem jetzt vom Landeshauptmann wieder ausgerufenen Duell? Nein, eigentlich nicht, denn 22% muss man auch erst einmal haben. Ja, also das ist ja immerhin, naja, das ist, die letzte Landtagswahl in der Steiermark war ja nicht so brüllend erfolgreich, sodass das durchaus einmal ein, wie soll ich sagen, man kann das als ein Halten eines gewissen, einer gewissen Position bezeichnen. Aber es ist natürlich 23% ist im Großen und Ganzen ein ähnliches Ergebnis wie bei der letzten Landtagswahl. Das heißt, auf der Stelle treten ist natürlich auch kein Programm. Und daher muss man da versuchen, dass man da jetzt langsam eine Basis entwickelt, um da stärker zu werden. Und da glaube ich, wäre aber der richtige Weg der, dass man sagt, alle Kräfte müssen sich in der Steiermark bündeln, um gegenüber den Bundesinstitutionen stärker auftreten zu können. Nicht Hick, Hack und Streiterei. Und wenn ich meine, alle Kräfte, dann halt möglichst viele Parteien an einen Strang ziehen. Was weiß ich, du kannst ja auch Dinge beschließen, dass man auch mit den Oppositionsparteien gewisse Projekte verfolgt. Man kann in der Landesregierung auch sagen, jetzt nehmen wir mal drei Parteien, die da drinnen agieren. Es wäre mal ein Versuch, ein Modellversuch im Interesse der Steiermark. Weil ich nehme an, die Steirer-Lobby und Steirerinnen-Lobby ist ja auch die, die sagt, ich muss jetzt schauen, dass man für die Steiermark möglichst viel erreicht. Ja. Das können symbolische Sachen, das können politische, das können aber auch finanzielle Sachen sein. Und das ist das ein bisschen, was mir abgeht. Ich kann, wenn ich den Landeshauptmann Drechsler her, ich glaube, das sind nicht die Berater das Problem beim Drechsler, sondern der Drechsler, sein Problem ist der Drechsler. Ja, weil das ist kein Landeshauptmann. Der strahlt keine Souveränität aus, der strahlt keine Sicherheit, keine Autorität, der ist kein Landeshauptmann. Also dadurch, dass ich ein bisschen länger in der Politik bin, sagen wir mal, eine Nuance länger als Sie, alle da, und da habe ich doch andere Landeshauptleute erlebt. Ja. Jetzt, nicht, dass ich eine Sehnsucht danach habe, dass einer so am Tisch hat, dass die Bundesregierung gar nichts mehr machen kann, um Gottes Willen. Ja. Aber wenn ich an die Drakenjäger-Auseinandersetzung denke oder wenn ich an so viele Dinge denke, wo die Steiermark sich doch stärker zu Wort gemeldet hat, jetzt ist das ein Abgesang der Sonderklasse. Und das liegt vor allem daran, dass der Landeshauptmann der Schwächste ist seit langem. Kurze Nachfrage noch, weil der Peter Westenthaler ja gesagt hat, er hat die Befürchtung oder die Sorge, dass trotz FPÖ-Wahlsieg, ÖVP und SPÖ, und das würde sich laut dieser Umfrage wahrscheinlich auch hauchdünn ausgehen, dann eine Koalition gegen Mario Kunasek, also die FPÖ, machen. Vermuten Sie das auch? Ich vertrete die Meinung, dass Koalitionen, Kampagnen und eine Politik gegen eine Person nur die Person stärkt, sonst gar nichts. Ich bin nicht Anhänger von so einer Strategie, sondern ich würde eher sagen, man setzt sich da an, was hat der für Vorschläge, was sagen die Sozialdemokraten, was sagt die ÖVP, was nützt der Steiermark? Ich glaube, das ist die primäre Frage. Ja. Ich glaube auch, dass die Wählerinnen und Wähler jetzt bei aller Kritik an der Bundesregierung, das kann ich schon verstehen, dass man sie austobt und sagt, na Wahnsinn, dort, wo die Bundesregierung mit ihrer Politik der Steiermark geschadet hat, dort muss der Denkzettel aussetzen. Das ist klar. Das muss man aber dann benennen. Das müssen konkrete Punkte sein. Aber ansonsten werden die Steirerinnen und Steirer die Steiermark denken. Ja. Und ja, ich habe ja auch die Philosophie, dass ich sage, jeder der Parteien hat Dinge, die man nicht umsetzen kann oder will. Und jeder der Parteien hat Dinge, die man vielleicht umsetzen kann, gemeinsam. Ich habe das irgendwie jetzt in Bezug auf die steirische Landtagswahl, sehe ich das so. Und ob das dann auch wirklich sich niederschlägt in einer Wahlbeteiligung der besonderen Art, das kann ich nicht sagen. Ausgemacht ist dort, glaube ich, maximal, wie soll ich sagen, ein Augenzwinkern, aber nichts, kein Programm, keine Papiere und gar nichts. Weil im Endeffekt gilt ja, was wiegt es, das hat's. Und nicht, was zwinkert, das zwinkert. Es geht, vielleicht kann man das so sagen, die Klammer bei allen Wahlen, ob das jetzt Bundeswahlen sind, in dem Fall sind sie relativ knapp hintereinander, die beiden Wahlen, aber die Klammer, die entscheidend ist, ist, haben wir in diesem Land noch eine tatsächliche Demokratie? Das ist die Frage, die sich die Wählerinnen und Wähler stellen seit dem 29. September. Und meine Antwort ist nein, wir haben keine wirkliche Demokratie, wir haben eine Autokratie.
seitdem der Bundespräsident sich gegen den Wählerwillen herausgenommen hat, und zwar ohne Verfassungsbasis, ohne demokratische Legitimation, der stärksten Partei mit fast 29% keinen Regierungsbildungsauftrag zu geben, weil dieser Pakt, dieser Kartellpakt, dieser Pakt der Verlierer bereits vor der Wahl ausgepackelt war und weil der Herr Bundespräsident sich auch erinnert, wer ihn unterstützt hat und wer nicht bei seiner Wahl. Und das ist nicht demokratisch, das ist eine Autokratie. Und daher hat auch die Wählerin und der Wähler in der Steiermark am 24. November die Möglichkeit, mit seiner Stimme darauf eine Antwort zu geben. Und was in der Demokratie ganz schlecht ist, so wie jetzt, ist es, wenn es modern wird, Regierungen gegen Wahlsieger zu bilden. Ich halte das für ein fatales Signal. Es wurde uns jetzt gerade vorgezeigt, so schön in Amerika, in den Vereinigten Staaten, wie rasch, nämlich Stunden oder einen Tag, nachdem klar war, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, haben sich sofort seine Gegner, auch die Demokraten, hinter den Präsidenten gestellt und haben gesagt, jawohl, wir waren Gegner, aber er ist jetzt gewählt und ab heute unterstützen wir unseren Präsidenten. Und das hätte man eigentlich erwartet, auch von einem Herrn Van der Bellen oder auch von Parteien, dass sie Wahlergebnisse ernst nehmen. Und die Gefahr in der Steiermark besteht, dass dieser Pakt, der da ausgepackelt ist und der schon längst fertig ist und jetzt mit Scheinverhandlungen noch ein bisschen geschmückt wird, dass der ja die Steiermark schon beinhaltet. Und dass in diesem Pakt natürlich auch drinnen steht, dass Rot und Schwarz sich zusammentun in der Steiermark gegen den Wahlsieger und dort eine Koalition bilden. Und das sollen die Steirerinnen und Steirer nur berücksichtigen. Ein zweites möchte ich noch sagen, bei der SPÖ ist es schon unfassbar, in welcher Krise die sich befindet. Denn das ist ja nicht nur eine Stagnation bei 22-23%, wenn man es vergleicht zur letzten Wahl. Man muss ja auch zum Beispiel das Einbrechen der Grünen in der Steiermark sich anschauen. Die halbieren sich dort von 12% auf 6%. Jetzt frage ich mich, weil wir mal gesagt haben, das sind ähnliche Wähler. Wo profitiert eine SPÖ aufgrund des Halbierens der Grünen? Die Grünen verlieren 6%, also 50% ihrer Wähler, und die Sozialdemokraten können davon nicht profitieren. Also ich muss sagen, die sind ziemlich im Eck. Und was man als Drittes noch sagen muss, das fröhliche Hallali und Weidmannsheil der Dornauerei, also der roten sozialdemokratischen Prunfzeit, der Hirschenjagd mit dem Plädier, ist da noch nicht drinnen, weil die Umfrage geht von 7. bis 11.11. Das heißt, da kommt noch was. Die Steirerinnen und Steirer, es war übrigens die Jagd in der Steiermark, sollte man auch nicht vergessen, die hat auf steirischem Boden stattgefunden. Und der zögerliche Abschied des Herrn Dornauer, der überhaupt kein Schuldbewusstsein, keine Einsicht zeigt, der nur auf dem Mandat sitzen bleibt und dort Steuergelder abkassiert, wie übrigens auch die Zurückgetretenen in Salzburg-Egger, in Oberösterreich Lindner, die sitzen alle, bleiben alle auf die Mandate hocken und der Steuerzahler kann die durchfüttern jetzt die nächsten Jahre, die gescheiterten Existenzen. Und das sollte man, wird wahrscheinlich, sollte es nächste Woche noch eine Umfrage geben, da noch einmal zu Buche schlagen. Also keine rosigen Zeiten für die Sozialdemokratie, die alle wollen verliert und die man in einer keiner Regierung haben will, weder auf Bundesebene noch in der Steiermark. Und mich wundert es, dass der Herr Babler, der ja da seines Zeichens selbsternannter Marxist, das auch nicht erkennt und da eigentlich glaubt, er ist berufen, eine Regierung zu bilden und Vizekanzler zu werden. Wer sagt das? Niemand eigentlich. Genauso wenig wie übrigens jemand sagt, dass der Herr Nehammer Bundeskanzler werden soll mit minus 11%. Also hier werden die Vorzeichen und die Ergebnisse von Wahlen schlicht und ergreifend negiert, umgedreht und ins Gegenteil verkehrt. Und da werden die Steirerinnen und Steirer, das kann ich garantieren, etwas dagegen haben. Das wird schon eine ordentliche Watschen werden am 24. Ich muss mal gleich hinzufügen, ich glaube, dass der Andi Babler Karl Marx gar nicht gelesen hat. Ja, weil sonst dürfte er nicht sagen, dass er ein Marxist ist. Das hat er einmal kurz gesagt, dann hat er es eh dementiert, als wir dem Schechaner gesagt haben, du pass auf, der Karl Marx hat selber gesagt, er ist kein Marxist. Also nur damit wir eine historisch korrekte Betrachtung haben. Aber du hast ein paar Punkte schnell aufgeführt, auf die kann ich schnell eingehen. Es gibt keine Automatik, dass Grün zu Rot und Rot zu Grün geht. Es gibt genauso Nichtwähler zu Rot, Rot zu Nichtwähler. Es gibt Blauwähler zu Rot, Rotwähler zu Blau. Das ist einfach eine Bewegung, die in verschiedenen Bereichen ist. Du hältst am liebsten, dass sie die Grünen und die Roten gegenseitig kannibalisieren und den Blauen beißt es nicht. Also das verstehe ich, dass du das sagst, aber ich glaube nicht, dass das so quasi zustimmt. Der Dornauer hat gesagt,
Er hat die meisten Vorzugsstimmen gekriegt damals für sein Mandat, 10.000, das ist keine Kleinigkeit. Daher bleibt er dort, weil das ist ein Auftrag und den ist er verpflichtet, das muss man respektieren. Das Mandat ist unabhängig, ist frei und ist seine Entscheidung und ich respektiere das selbstverständlich. Trump mit Kickl verteidigen ist ein bisschen kühn. Der Trump hat aufgrund dieses Systems in den Vereinigten Staaten schlicht eine absolute Mehrheit. Im Senat, im Kongress, bei den Höchstgerichten, überall, absolut, sogar bei den Stimmen. Ja. So, Kickl hat eine relative Mehrheit und nicht mehr. Und das ist ein Unterschied. Daher kann man Kickl mit Trump in der Frage nicht vergleichen. Eine relative Mehrheit ist die Frage, wenn man will, dass jemand mit einer relativen Mehrheit eine bestimmende Rolle spielt, ist die Frage, was sind seine Ziele, was will er, was ist seine Programmatik. Und bei den sogenannten Verlierern, die aber in Wahrheit zusammen addiert mehr haben, ist die Frage, was wollen die? Ja, und was haben die für Ziele? Also ich weigere mich das ohne jede Programmatik dann letztlich auch zu diskutieren. Also das ist es. Und so gesehen ist es demokratisch, wann in einem Parlament oder in einem Landtag sich von den Abgeordneten her eine Mehrheit bildet und die sagt, und wir sind die Mehrheit und wir agieren jetzt und regieren jetzt und das akzeptiere ich. Ich selber bin auch der Meinung, ja, einer, der eine relative Mehrheit hat und ein Wahlsieger ist, der muss das muss respektiert werden, der muss auch diesen Regierungsbildungsauftrag kriegen. Das ist meine Kritik, die ich permanent wiederhole, auch an den Alexander Van der Bellen, er tut damit die Opferlammstrategie des Herbert Kickl ja nur fördern und unterstützen. Der kann jetzt 5 Jahre das Land rennen und kann sagen, dank Alexander Van der Bellen bin ich ein Osterlamm, ja, und ich kann sozusagen nur sagen, ich hätte es besser gemacht. Wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dass er nicht einmal nach 3-4 Wochen Regierungsverhandlungen daran scheitert, dass die Schnittmengen zu gering sind, und das ist für mich die entscheidende Frage, ja, ob es Schnittmengen gibt oder nicht Schnittmengen. Wenn es die nicht gibt, gibt es das nicht. Das ist die Demokratie und damit hat es. Also man kann ja immer alles falsch interpretieren und Aussagen des Gegenübers auch falsch erklären. Das war bei dir nicht. Nein, aber ich habe, lieber Josef, natürlich nicht Donald Trump mit Herbert Kickl verglichen. Wie kommst du drauf? Ich habe Folgendes gemacht und das ist legitim. Ich habe gesagt, es geht darum, den Wählerwillen anzuerkennen. Und jetzt sage ich da Folgendes, es ist völlig wurscht, ob der jetzt über 50% oder eine relative Mehrheit hat. Nein, es geht um Mehrheiten in einer Demokratie, immer um Mehrheiten. Und was in Österreich passiert ist, nachdem es keine absoluten Mehrheiten mehr geben kann, Gott sei Dank, sage ich dazu, weil das auch nicht gut ist für die Demokratie. Jörg Haidt hat immer gesagt, wenn ich mal die absolute Mehrheit habe, tritt ich zurück. Das ist wirklich eine Demokratie, wie man sie kennt. Aber in Österreich gibt es eine relative Mehrheit, und zwar eine deutliche für die Freiheitliche Partei, mit deutlichem Abstand auf den Zweitplatzierten. Respektive. Und was passt? Das ist der Vergleich. Und ich habe gesagt, in Amerika wird der Wählerwille anerkannt, da wird der Wahlsieger nicht in Zweifel gestellt. Wenn wir das amerikanische, wenn der Van der Bellen in Washington leben hätte, hätte er die Kamala Harris mit dem Regierungsbildungsauftrag betraut, weil er der Meinung ist, das ist eine Linke und die muss betraut werden, Rechte wollen wir nicht. Und das geht halt nicht. Und das ist das, was allen so sauer aufstößt. Übrigens weit über die Parteigrenzen der Freiheitlichen Partei. Wir haben letzte Woche hier eine Umfrage gehabt, wo jeder zweite Österreicher, also über 50% der Meinung sind, Van der Bellen hätte Kickl den Regierungsbildungsauftrag geben müssen, aufgrund des Wahlergebnisses. So, und auf Basis dieser Erkenntnis, dass übrigens auch in der Steiermark wahrscheinlich 2/3, nicht nur jeder Zweite, sondern 2/3 der Wählerinnen und Wähler der Meinung sind, dass das ein Fehler war von Van der Bellen, dass man das nicht tut. Übrigens, es gibt jetzt über 102.000 Unterschriften schon bei der Petition für einen Rücktritt des Van der Bellen. Das sollte er sich auch mal überlegen, ob er das nicht ernst nimmt und endlich seinen Hut nimmt. Der Antidemokrat, der eine Autokratie in Österreich aufbauen will, und das wollen wir nicht. Wir sind Demokraten und wir haben die härteste Währung in der Demokratie, nämlich die Wählerstimme ernst zu nehmen und mit Respekt zu begegnen. Und das wird seit dem 29. September von Van der Bellen, von Nehammer, von Babler und jetzt auch von Meindl Reisinger mit Füßen getreten und dagegen gearbeitet, weil sie miteinander einen Pakt schon im Frühjahr dieses Jahres vereinbart haben, den ich hier präsentiert habe, der jetzt einfach abgearbeitet wird. Das hat auch in Vorarlberg, würde man sagen, ein Geschmäckli. Das riecht nicht gut. Und da werden sie, da bin ich überzeugt davon, die Wähler werden. Und letzter Punkt, na, selbstverständlich ist der Babler Marxist. Das hat er selber im Fernsehen nicht nur einmal, sondern mehrfach gesagt. In Interviews, dann hat er diese schöne Lenin, ist nicht nur ein Marxist, offensichtlich ein Leninist auch noch, weil er diese schöne Büste daheim im Wohnzimmer stehen gehabt hat. Und jetzt nochmal, der Marxismus ist in Wahrheit jene Ideologie und jene Basis,
auf der von der Vergangenheit weg bis heute Diktaturen errichtet worden sind. Zum Teil blutige Diktaturen. Ob das jetzt Venezuela ist, ob das Kuba ist, ob das Nordkorea ist. All diese Staaten berufen sich am Ende auf den Marxismus in seiner ursprünglichsten Form. Und auch der gute Lenin hat ja seine Philosophie und seine Politik auf den Marxismus-Leninismus berufen. Und ich mag das nicht haben. Ich will nicht, dass in Österreich jemand regiert, der Marxist ist. Weil das soll eigentlich eine überwundene, längst überwundene, übrigens auch mit dem Aufruf zur Gewalt verbundene Ideologie sein. Denn was ist denn der Marxismus am Ende? Heißt Revolution, heißt Aufstand, heißt Gewalt und das möchte ich nicht haben. Und der Babler ist so einer, der ist ein bisschen intellektuell beschränkt. Ich habe gestern gesagt, sein Horizont geht ungefähr bis zur Tischkante intellektuell. Also ich glaube, der ist ein Revolutionär-Marxist, der nicht nur das Eigentum den Menschen wegnehmen will und alles verstaatlichen will von der Wirtschaft her, sondern der auch ganz konkrete marxistische Ansätze in seine Politik hereinbringt. Und danke Herr Nehammer übrigens und danke ÖVP, dass er uns jetzt so an auf die Regierungsbank setzt, als Vizekanzler der Republik Österreich. Da kannst du nur genieren für so jemanden, der dann... Also jetzt muss ich fast biblisch sagen, lieber Peter, fürchte dich nicht. Erstens einmal, es gibt schon fast keine Sendung, wo du nicht dich mit Marxismus und Karl Marx auseinandersetzt. Und hör zu, es gibt so etwas wie den Missbrauch von einzelnen Elementen, die der Karl Marx in Büchern geschrieben hat. Und das wurde dann wie eine Religion als Basis genau für das verwendet, was ich genauso verurteile wie du. Sind wir völlig einer Meinung. Aber das hat mit Karl Marx gar nichts zu tun, der jetzt im Grab umdran. Und der Sicht, was die alles aus seinen Schriften gemacht haben. Aber mir ist das wurscht. Ich bin nicht an der Uni, ich habe dort keinen Lehrstuhl und ich will nur eins sagen, es gibt kein Marxisten, kein Marxismus als geschlossenes Weltbild und der Fauxpas des Babler, wo er gesagt hat, ich bin ein Marxist, dann ist er draufgekommen, dass das ein Blödsinn ist und hat es dann wieder rufen. So, das war einfach damals am Beginn und seit damals hat er es auch nicht mehr gesagt. Ich, im Gegensatz zu dir, gehe nicht ein und aus beim Babler in seiner Privatwohnung, wenn du sagst, du hast dort die Lenin-Büste gesehen. Nein, das war im Fernsehen. Ich habe es nicht gesehen. Nein, das war also, im Report. Da kann ich dazu nichts sagen. Ja. Also, ich verstehe nicht, wann dort eine Büste ist. Man kann verschiedene Büsten aufstellen. Ja. Ich brauche gar keine Büste. Aber jedenfalls, das ist etwas, was ich sozusagen nicht ganz mitvollziehen kann. Noch einmal, der Van der Bellen hätte nie können die Frage stellen, ob er die Kamala Harris beruft oder nicht. Weil dann war er Präsident der USA gewesen und ist berufen. Das ist einfach ein, wie soll ich sagen, ein demokratiepolitischer Denkfehler, den du da hast. Weil wer tut die Absolute, und es gibt immer nur zwei Kandidaten, und einer von den zwei ist der Präsident. Schluss, aus. Ja. Also daher kannst du es wiederum nicht vergleichen. Bleib einfach ganz normal dabei. Van der Bellen hat einen Blödsinn gemacht, ja. Hat sich hingesetzt und gesagt, nö, den Kickl. Da erinnere ich mich an was. Ich habe ihn zwar eh einmal, er hat ihn eh einmal angelobt. Das darf man nicht vergessen. Also an sich hat er diesen Sprung über den Kickelgraben hat er ja schon einmal gemacht. Ja. So, dann hat er irgendwie den wieder runtergeholt. Ja. Das war aber eher sagen wir, mit der ÖVP im Hintergrund, aus welchen Gründen auch immer. Das haben wir schon einige Male da diskutiert. Und ich bin dagegen, dass man aus dem irgendwie eine Legende, eine Dämonisierung, eine, ich weiß nicht was alles machen, weil sonst kann der wirklich rumrennen und kann sagen, ich war der Erlöser gewesen. Aber diese Schafe haben mich nicht den Schafhirten machen lassen. Also sei mal nicht böse, ich finde, da bin ich zu kritisch ihm gegenüber, dass ich bei irgendeiner Spülerei da noch mitmache, die ihm im Endeffekt also dient. Das ist noch meine Hinzufügung. Machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Weil du den Karl Marx da wortreich verteidigst, der Herr Karl nicht, Marx nicht, ist deklarierter und zwar der Tatüberführter, nachzulesen übrigens auf NTV, also ein berühmter Nachrichtensender, da gibt es kaum auf der Seite von NTV, gibt es einen Artikel vom 1. Mai 2018, der sich mit den veröffentlichten und unwidersprochenen Briefen, gibt es Briefe, nicht nur Schriften, Briefe des Karl Marx befasst. Und ich glaube nicht, dass die erfunden sind. Ich glaube, der war sogar Burschenschaft. Ja, der weiß ich nicht. Der Karl Marx war ein ganz grauslicher Antisemit. Die Wurzeln der Burschenschaft ist Karl Marx. Und ein ganz grauslicher Rassist. Und das ist in diesen Briefen kommt es vor, wie er die Menschen, übrigens dunkelfarbige Menschen als Nigger bezeichnet hat, furchtbar, und wie er da dem Antisemitismus Ausdruck gibt und da alle möglichen, ich zitiere es nicht, weil es gar so grauslich ist, antisemitische Schimpfwörter sogar verwendet für Personen. Und das ist ein Typ, den will er einfach nicht, den Ideologie hat. Und im Übrigen ist er auch antiklerikal. Ja. Und das sind alles Zeichen, die beim Babler so aufblitzen, wie er die Kreuze
Kreuz in den Klassenzimmern verbrennen wollte, der Herr Vizekanzler ins Bett, der aufgerufen hat, die Kinder und die Schüler in den Schulen, nehmt die Kreuze von den Klassenwänden und verbrennt sie. Ja, interessant. Oder der auch mitmarschiert ist bei zumindest teilweise antisemitischen Demonstrationen, wenn es gegangen ist um den Israel-Krieg und um den Gazastreifen mit den Palästinensern. Das wissen wir auch alles. Und das ist schon sehr merkwürdig, das flammt immer so auf. Und ich würde halt gern, dass Österreich bewahrt wird für so jemanden, der tatsächlich diese Ideologie inhaliert hat und offensichtlich jetzt dazu kommt, die auch auszuleben auf der Regierungsbank. Satz. Mir ist nicht bekannt, dass der Babler da irgendwo mitdemonstriert hat, aber Ansage schon, Kritiker der Netanjahu-Regierung ist nicht antisemitisch. Das war aber nicht Kritik. Hunderttausende haben in Israel schon demonstriert. Das war eine Anti-Israel-Kundgebung. Ich finde, wann kommt der internationale Haftbefehl zu Netanjahu, der angekündigt wurde? Zu der Zeit. Es sind 42.000 Tote in Gaza und in Libanon. Ja. Und ich finde, das geht nicht. Ja, das kann man kritisieren, ohne Antisemitismus. Sind wir von der Steiermark schon sehr weit muss man in Österreich mittlerweile mit radikalen Palästinensern kuscheln. Gekommen. Machen eine ganz kurze Werbepause. Dann sprechen wir gleich weiter und dann können wir auch über Andreas Babler noch etwas ausführlicher sprechen. Weil dann schauen wir uns nämlich die Sonntagsfrage im Bund an, wie es da derzeit ausschaut. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Zweiter Teil unseres Wahlbarometers mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Jetzt schauen wir auf die Sonntagsfrage im Bund und auch hier als erstes die Hochrechnung. Ähnliches Bild wie in der Vorwoche. FPÖ weiterhin auf Platz 1, 33% minus 1. ÖVP bleibt bei 23%, also 10 Prozentpunkte Abstand. SPÖ bei 21, NEOS bei 9, Grüne bei 8, KPÖ mit 3 wären weiterhin nicht im Nationalrat. Andere Parteien kommen auf 3%. Hat sich jetzt nicht allzu viel bewegt, außer dass man sagen muss, ein stabiles Bild auf Platz 1. Die FPÖ hält ihre deutlich über 30%, 33% sind es in dieser Woche. Das scheint wie einzementiert, Herr Czapp, oder? Ja, das ist ziemlich stabil. Trotzdem, wenn man zusammen addiert, haben ÖVP, SPÖ, NEOS gemeinsam eine relativ starke Mehrheit und auf dieser Basis versuchen sie jetzt eine Regierung zu bilden, ein Regierungsprogramm zu schreiben. Und ich will da gerecht sein, das ist auch mein Appell an alle, die das alles nicht wollen. Sie sollen sich mal anschauen, was die Verhandlungen ergeben, was das für Österreich bedeutet, ob das eine Zukunftskompetenz darstellt, ob da im Bildungsbereich, im Sicherheitsbereich, im Wirtschafts- und Standardsicherungsbereich, bei der Wirtschaft, bei der sozialen Gerechtigkeit, ob das alles, Klimaschutz natürlich, ob die diese Fragen auch beantworten und ob das rechtfertigt, dass diese drei Parteien sich letztlich zu einer Regierung zusammenfinden. Von Wählermehrheit arithmetisch betrachtet, ja, haben sie die Basis dafür, können das machen und es sieht so aus, dass sie es auch machen wollen. Das gibt es im Wesentlichen auch nicht nur bei der Hochrechnung, ich glaube auch bei den Rohdaten ist diese Entwicklung ähnlich. Und das zeigt doch, dass in der Bevölkerung es eine Mehrheit gibt, die das will. Und 40% sogar sagen, die Sozialdemokraten sollen jetzt nach langer, langer Zeit auch einmal Regierungsverantwortung übernehmen. Das heißt ja noch lange nicht, dass dann nach 5 Jahren ein Jubel ausbricht. Das kann aber heißen, dass wenn das gut gelingt, dass es dann eine größere Unterstützung gibt, als es jetzt der Fall ist. Was soll die Sozialdemokratie machen? Die ist ja nicht gegründet worden, damit sie in der Opposition auf und ab läuft, sondern die Sozialdemokratie ist gegründet worden, dass sie gestaltet, dass sie einfach mit der Basis ihrer Prinzipien versucht, die österreichische Gesellschaft zu entwickeln, gerechter zu machen, die Wirtschaft florierender zu machen und. Ja, vor allem das Bildungssystem ist mir ein besonderes Anliegen, dass es da Reformen einmal geben muss. So, und daher sagen die einmal grundsätzlich, ist Regieren einmal ein Anspruch, den sie schon seit ihrer Gründung haben. Und warum sollen sie das nicht machen? Ich meine, es wird viele geben, die sagen, nein, will die halt nicht. Na, dann haben sie eben einen anderen gewählt. Ja, es gibt da einige, die sagen, ich will den Kickl und die FPÖ nicht. Ja, also es ist ja ein bisschen eine polarisierte Gesellschaft und das finde ich ganz schlecht. Man muss jetzt versuchen, nach diesen Wahlauseinandersetzungen, und das sind nicht wenige in Österreich, ähnlich wie in den USA, ja,
da das wieder, diese Brücken zu bauen. Ich komme mir schon vor wie der Pontifex, ja, der da der Brückenbauer, weil das heute für die Entwicklung in Österreich von ganz, ganz großer Bedeutung, dass da Österreich gemeinsam versucht, sich in der Europäischen Union durchzusetzen, außenpolitisch eine Rolle zu spielen. Aber da muss man dann auch wirklich auftreten. Da muss man dann auch durchaus konfliktbereit sein. Da muss man bereit sein, dass auch wenn es schwierig ist, die Migrationsfrage endlich so zu lösen, dass in der Bevölkerung der Eindruck entsteht, man will da nicht einen Zuzug ohne Grenzen, ja, sondern, und das ist das, was mir eigentlich so imponiert hat, bei dem Artikel des Peter Michael Lingens im Falter, das dänische sozialdemokratische Modell von Integration und Migration, die einen irrsinnig geringen Anteil nur mehr zulassen und in der Bevölkerung wird es honoriert. Dort haben alle diejenigen, die sagen, wir brauchen die rechte Wende, einen lächerlich geringen Ansatz bei den Wahlen. Ja, man muss die Frage stellen an ÖVP, SPÖ und NEOS, warum tut ihr Österreich das an? Das, was Deutschland jetzt hinter sich hat, wo wir gesehen haben, kompletter Ampelausfall, alle drei Lichter hin. FDP fliegt aus dem Parlament Ende Februar, Grünen werden zur Splitterpartei und die Sozialdemokraten gehen Richtung Einstelligkeit. So, das ist das Ergebnis des Totalschadens Ampel in Deutschland. Und jetzt frage ich mich, wissend, was das bedeutet, warum tun diese drei Parteien, die Wahlverlierer, das den Österreicher an? Ist das die Rache am Wahlergebnis? Jetzt sagen wir es auch aber, wie wir das Land noch mehr ruinieren. Und vor allem, man muss ja eigentlich, beim Nehammer ist die Motivationslage klar. Der hat 11% verloren und würde das am liebsten aus der Geschichte streichen und vergessen machen und glaubt, er hat einen Kanzleranspruch. Der hat das ja früher auch schon geglaubt. Der Mann ist noch nie gewählt worden von der Bevölkerung und glaubt, er kann Kanzler werden. Stellt sich jetzt hin und sagt, wir dürfen nicht so weitermachen wie bisher, ist aber für das, was bisher war, verantwortlich. Für Budgetdefizit von mehr als Milliarden, jetzt 30 Milliarden zusätzlich, von neuen Höchstschulden, Arbeitslosigkeit, Betriebe, die zuschwören müssen, Pleiten, Abwanderungen. Das ist die Bilanz des Herrn Nehammer, nämlich die inhaltliche, neben seinen Wahnsinnigkeiten von Burgergate und das alles, was da war. Und jetzt glaubt man ihm, glaubt er, kommt damit durch. Und jetzt kommt um die Ecken der Herr Babler, Marxist, und die Frau NATO Meindl-Reisinger und hieft den Mann, den Loser der Nation, der nichts zusammengebracht hat in dem Land, der abgewählt worden ist, in den Kanzlersessel. Die machen die Räuberleiter. Da muss ja jeden in dem Land, der es noch mit den Sozialdemokraten hält, wer nicht mehr weniger, und das bisschen näher, das es noch gibt, die müssen ja Krampferscheinungen kriegen und Albträume, dass eigentlich ihre Parteivorsitzenden diesen Mann in den Kanzlersessel hieven. In Wahrheit, und das haben wir gestern auch schon gesagt, ich wiederhole es halt nochmal, ist, Meindl-Reisinger und Babler müssten einen miteinander eigentlich sagen, ja, wir machen eine Koalition mit der ÖVP, aber ohne den Wahlverlierer Nehammer. Dann ist zumindest ein bisschen ein Argument der Erneuerung da, zu sagen, okay, den Wahlverlierer, den Größten haben wir austauscht. Übrigens gilt das auch für den Herrn Babler eigentlich. Aber egal, bleiben wir mal bei Herrn Nehammer. Dann wäre ein bisschen ein Argument da, um zu sagen, ich trete dem entgegen, dass sich hier drei Parteien zusammentun, um den Wähler in Wahrheit einen Tritt in den Allerwertesten zu versetzen, weil das passiert im Moment gerade. Aber das ist alles nicht Faktum, weil das ist ja alles ausgepackelt und alles schon eingetütet. Und das wird für Österreich eine ganz schlimme Zeit werden, die paar Monate, weil länger wird das nicht halten. In ein paar Monaten bricht ja das sowieso auseinander aufgrund der Einzelegoismen, die es gibt. Aber wenn wir schon bei Egoismen sind, warum kommt ein Einzelner in diesem Land unwidersprochen, nämlich nur seinen Egoismus frönend den Kanzlersessel wieder haben zu wollen, völlig wurscht, wie die Wahlen ausgegangen sind, überhaupt damit durch? Das muss man sich die Frage stellen. Das wundert mich, dass das in diesem Land möglich ist. Bei der Bevölkerung eh nicht, weil der Wut und der Zorn über dieses Kartell der Verlierer wächst täglich. Und die Steiermark-Wahl wird ein Ausfluss daraus sein. Und dann wird man weiterschauen. Kommen Burgenlandwahlen, dann kommen Gemeinderatswahlen. Die Wähler werden sich hier sukzessive wehren. Und wenn du kommst mit der Integration, die Freiheitliche Partei hat als einziges ein klares Konzept der Festung Österreich, Nullzuwanderung, weil wir können niemanden mehr aufnehmen, und klare Antworten, wie wir hier auch aus diesem Schlamassel rauskommen. Und was macht die ÖVP? Sie wendet sich ab und macht eine Koalition mit einer SPÖ, die noch immer die Fluchtrouten erklären will und die noch immer keine Obergrenze haben will. Es ist ja traurig eigentlich. Und jetzt noch was, weil die Zahlen gerade so schön sind. Schau, drei Parteien, ÖVP, Grüne und NEOS haben miteinander 53%, weil du das vorher so schön berechnet hast. ÖVP, SPÖ und NEOS.
Habe ich das nicht gesagt? Grüne haben sie gesagt. Ah, Grüne. Ja, kann ja auch noch kommen. Aber im Moment ist halt ÖVP, SPÖ, NEOS haben 53%. Und FPÖ, ÖVP hätten 56%. Aber nur zwei, zu zweit und nicht zu dritt. Und da stellt sich wirklich die Frage an die Vernünftigen der ÖVP, warum mutet ihr Österreich eine solche instabile Koalition zu, wo wir jetzt sehen, dass in den Parteien Grabenkämpfe, Rücktritte, Streitereien stattfinden. In der SPÖ wissen wir es mittlerweile. Bei den NEOS ist es noch nicht aufgebrochen, aber das wird auch kommen. Da wissen wir auch, dass es zwei verschiedene Gruppen gibt. Die einen, die wollen unbedingt einen in die Regierung, um Posten zu bekommen. Das ist diese NATO-Beate-Gruppe. Und dann gibt es andere, die sagen, na, wir sind doch nicht der Steigbügelhalter für Schwarz-Rot, dass man dann, und das wird passieren, bei der nächsten Wahl aus dem Parlament rausfliegen. Weil die fliegen raus beim nächsten Mal als Anhängsel dieser Regierung. Und mich wundert es, dass sich die Vernünftigen so zurücklehnen und das einfach gewähren lassen. Aber wahrscheinlich muss auch in Österreich erst eine Ampel einen Totalausfall, einen Totalschaden erleiden, damit die vernünftig werden. Schaut ums Land, weil da wird nichts rauskommen. Ja gut, bevor du jetzt auch zum Weinen anfängst, möchte ich einmal nur ein paar Korrekturpunkte anbringen. In Deutschland war das natürlich eine komplett andere Ampel. Du hast mit Grün und Rot zwar linke Mitte-Parteien gehabt und mit der FDP, also wenn ich gnädig bin, sage ich rechte Mitte, aber eigentlich eine rechte Partei. So, das ist zugrunde gegangen. Du sagst, die FDP ist eine rechte Partei? Eine rechte Mitte-Partei. Rechte Mitte, rechte Partei. Kommt das Linksliberale bis zum Geld. Die ist wirtschaftlich. Die sind ganz links, nein, die sind doch nicht rechts. Ich muss die enttäuschen. Deswegen fliegen sie aus dem Parlament gerade raus. Du weißt, du die ungern enttäuschen. Aber in dem Punkt muss ich die enttäuschen. Die FDP die haben, rechte die Partei. Sind einfach wirtschaftsliberal, denn aber die Investitionen, Keynesianismus, alles wurscht. Ja. Und im Übrigen sage ich da noch was. Die Wahrheit ist, der hat sich im März schon zusammengepackelt, hat gesagt, ich jag diese Regierung in die Luft und daher wäre ich dann vielleicht wieder Finanzminister in einer Regierung mit der CDU, falls du das mit der SPD gar nicht machst, oder es geht ja nicht aus. Wie würde das mit 2% machen, der Herr Lindner? Weil das ist auch nicht meine Hoffnung. Ich bin auch der Meinung, der soll gar keine der soll ausfliegen aus dem Deutschen Bundestag. Die FDP wird nicht mehr existieren. Aber wenn er es schafft, wird er es probieren und er hat es auch schon gesagt. Er hat schon öffentlich dazu Stellung bezogen. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wenn es eine Dreierpartei in Österreich gibt, dann ist es linke Mitte, rechte Mitte, Mitte aus. Das ist eine komplett andere Ampel als in Deutschland. Und noch einmal, wir werden das erst bewerten können, wenn wir wissen, wie sie die Defizite abbauen wollen, wie sie da Innovationen setzen wollen, wie sie sich mit Bildung, Sicherheitsbereich, Klimaschutz, wie sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen wollen. Und dann werden wir das kritisch aufarbeiten. Der Meinung bin ich ja sowieso, und das ist ja letztendlich auch unsere Aufgabe. Dass der Nehammer nur immer dort sitzt, das ist eine Ironie der Geschichte, weil der ist verantwortlich für alles, was daneben gegangen ist. Ja, weil er der Kanzler war, es hilft ja alles nichts. Die Grünen ducken sich jetzt im Gebüsch, ja, so wie wenn sie überhaupt nie in der Regierung gewesen waren. Ein bisschen muss man schon darauf hinweisen, dass sie da auch für diese Budget-Desaster mitverantwortlich sind. Siehe Klimabonus und so weiter, wo unfassbar viel Geld dafür aufgewendet war, sogar noch sozial undifferenziert. Also das sollte man in dem Zusammenhang letztendlich also auch berücksichtigen. Und daher glaube ich, warten wir mal ab, was die da am Tisch legen. Und wenn du sagst, da nähern wir unbedingt einen Marxisten an, die ÖVP ist eine Partei, die souverän und eigenständig ist. Und wenn die sagen, der Nehammer soll es machen, in Dank, dass wir jemanden haben, der sagt, es ist zwar alles daneben gegangen, im Wesentlichen in den letzten Jahren, aber ich tue so, wie wenn es nicht so gewesen ist und ich verspreche euch kein wie bisher weiter. Das heißt, das Desasterpolitik mache ich nicht weiter, sondern ich mache eine neue Desasterpolitik. Das ist etwa das, was der gerade sagt. Ja? Und wenn das in der ÖVP so ist, dass das akzeptiert wird, dann wird es akzeptiert. Ich hätte, wenn man anderen, schau, dass die Ed Stadler jetzt geht, sagt er nur, sie hätte es getan. Ja? So. Beim Brunner bin ich auch schon verunsichert worden, weil der ist ja mitverantwortlich für das Desaster. Tut es, wie wenn er nie Finanzminister gewesen war und jumpt darauf nach Brüssel. Ich meine, natürlich hat er keinen breiten Polster, aber dafür hat er gesorgt, dass er keine Konkurrenten hat. Die paar Konkurrenten sitzen in den Ländern, wollen dort nicht weg und er hockt dort und er sagt, entweder ich oder es kommt das Böse, das immer und überall ist. Und das finde ich, geht so nicht. Und daher müssen die sagen, wer ist verantwortlich, wie wollen wir das in den Griff kriegen und ist das überhaupt mit dem Nehammer möglich? Da bin ich der Meinung, das müsste natürlich die Meinung Reising und der Babler schon auch ansprechen. Beim Brunner muss man noch dazu sagen, der hat es auch geschafft, jetzt noch eine Abschiedsparty
während die Leute kein Geld haben, auf Steuerzahlerkosten für 300 Leute im Finanzministerium zu organisieren. Das muss man einmal zusammenbringen. Das ist ja Weltklasse. Aber die Ampel, diese bald scheiternde, hat ja schon einen ersten Rekord aufgestellt, auch in Österreich. Das hat es auch noch nie gegeben. Dass sich eine Ampelregierung, erstens hat es eine Ampel noch nicht gegeben, ist klar, aber dass sich die drei Parteien bereits bevor sie überhaupt bekannt gegeben haben, eine Regierung zu machen, in einem wesentlichen Punkt völlig anderer Meinung sind. Nämlich in einer außenpolitischen Frage. Schaut euch doch an die Kommentierung der US-Wahlen. Da ist der Herr Nehammer, hat den Herrn Trump gratuliert und super und gute Zusammenarbeit. Dann kommt der Babler um die Ecke und sagt, das ist alles furchtbar, was da passiert ist. Da bricht jetzt die Diktatur aus in den USA, Babler. Und dann zum Schluss noch die NEOS, die sagen, USA ist kein stabiler Partner mehr. Na, Mahlzeit, die drei Parteien, drei völlig unterschiedliche Meinungen in einem wesentlichen außenpolitischen Thema, nämlich wie halten wir es mit Trump und der USA, wo die Außenpolitik im Wesentlichen immer Konsensmaterie war in vielen Regierungen. Erinner dich, da hat man immer geschaut, dass man da konsensual auftritt, um das Bild Österreichs international nicht irgendwie zu beeinträchtigen. Nein, die haben schon ihre Punkte zur USA. Wie sollen die jetzt abkommen? Wie sollen die jemals eine Linie finden in einer gemeinsamen USA- und Außenpolitik? Das ist ja unmöglich. Geschweige denn, wenn es dann geht um Gaza, Israel etc. Das heißt, da ist ja der Keim des Scheiterns schon gesät. Und jetzt schau mal dann an, wie der Herr Babler seine Wahlversprechungen umsetzt, von der Erhöhung der Körperschaftssteuer bis zu den Reichensteuern, Erbschaftssteuern, also all diese lustigen Steuern, die er da einführt, wirtschaftsfeindlichen, zum Teil natürlich auch marxistischen, gegen das Eigentum, weil das ist ja für ihn ganz schlimm, wenn einer Eigentum hat, das darf nicht sein, das darf nur der Staat Eigentum haben, sonst niemand. Und wie das in eine ÖVP, bürgerliche Partei, ideologisch hineingehen soll, das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nur dann, wenn du eine unguided missile, in dem Fall namens Nehammer an der Spitze hat, dem das alles wurscht ist. Der sagt, mir ist das völlig egal. Wir machen irgendwelche lauwarmen Kompromisse, irgendein Papier, bla bla, wo wir uns nicht einigen, das lassen wir raus. Wichtig ist, Babler und NATO-Beate, müsst ihr mit zum Bundeskanzler wählen. Alles andere ist mir egal. Und mit so einem Staat, das ist der Staat der Ampel in Österreich. Und da wird ein Regierungsprogramm mit Verlaub völlig wurscht sein, was da drinnen steht, weil es die Menschen nicht glauben, weil die dem Karl nichts mehr glauben, weil der ihnen alles versprochen hat und nicht gehalten hat, weil er ihnen noch wo in 10 Tagen vor der Wahl gesagt hat, ihr kriegt 500 Millionen Hochwasserhilfe von der EU und nach der Wahl sagt die EU, das Geld gibt es nicht, wir wissen nichts davon, angeschwindelt. Oder die Wirtschaftsdaten vor der Wahl. 2,9% Defizit, nach der Wahl plötzlich geht es über 4, möglicherweise 4,4, wer weiß das. Also das ist ja alles möglich, oder jedenfalls deutlich drüber. Plötzlich habe ich 30 bis 35 Milliarden Euro an Finanzierungsbedarf, der vor der Wahl nicht da war. Plötzlich habe ich Aussicht auf noch höhere Arbeitslosigkeit, noch höhere Verschuldung. Das hat mir den Menschen alles nicht gesagt. Das heißt, ein riesen Wahlbetrug hat da eigentlich stattgefunden vor der Wahl und solche Figuren mache ich dann zum Kanzler und solche Figuren zum Vizekanzler und solche, jetzt schon wieder, jetzt erfahren wir, gestern war ja ein Lapsus, der war ja perfekt. Jetzt haben sie gestern zum ersten Mal miteinander geredet. Also ÖVP, SPÖ, miteinander bereits einig, grundsätzlich schon über Bord geworfen, haben jetzt die NEOS eingeladen. Und das war eine wirklich interessante Berichterstattung im ORF-Mittagsjournal. Da hat der Redakteur sich erkundigt, was da besprochen werden soll beim ersten Meeting und das Ergebnis gesagt haben sie ihnen, nämlich Rot und Schwarz, wir müssen jetzt den NEOS die wahren Zahlen sagen, die wahren Budgetzahlen, wie es wirklich ausschaut. Das ist schon bezeichnend und entlarvend. Man sagt es nicht der Bevölkerung, die ja mitverantwortlich und auch mitgefangen ist mit Budgets, weil das ist ja Steuergeld. Nein, den NEOS müssen sie das jetzt aufzeichnen und erklären, dass die Budgetzahlen noch schlimmer ausschauen, dass die wirtschaftliche Situation noch furchtbarer ist, als wir überhaupt alle wissen. So, so denken die, so ticken die. Ein in sich Geschäft, hätte man am Aktienmarkt sagen. Eine in sich sozusagen verbündete Kartellsituation mit einem Oberaufpasser Van der Bellen gegen die Bevölkerung, gegen die Wähler und nur für sich und ihre Posten agieren. Das ist ein denkbar schlechter Staat, muss man sagen. Mir ist klar, wir müssen uns erinnern an die Regierungsverhandlungen, nachdem Schwarz-Blau gescheitert ist, Schwarz-Orange dann. Ja. Dann sind wir dort gesessen, Karl-Heinz Grasser, Finanzminister und wir. Und im Endeffekt war da ein ähnliches Bild. Ja. Die haben dann plötzlich dargestellt, wie es wirklich ist im Budget. So. Und wofür ich plädiere ist,
bevor man sie blamiert vor den Wählerinnen und Wählern, sind wir schon vor der Wahl, sagen, was wirklich los ist. Alles andere ist ein Blödsinn. Also es schadet Österreich, es schadet aber auch den Akteuren und der Partei selber. Die ÖVP ist ein politikwissenschaftlicher Beitrag, einfach eine Allerweltspartei, die kulminieren einfach Lobbys, Bauern, kleine Wirtschaftsteuer, die halt noch zur ÖVP halten, plus einzelne andere Gruppen auch, aber christlich, sozial oder bürgerlich würde ich nicht mehr wagen, das als eine ideologische Bezeichnung für die ÖVP da zu bringen. Was anders ist bei den Sozialdemokraten, mehr in die Mitte, linke Mitte, und bei den Neos, sozialliberal, Mischung mit wirtschaftsliberal, so, das kann man verorten bei den beiden. Bei der ÖVP, würde ich sagen, tut mir leid, Allerweltspartei, und jetzt wird es einen Streit geben, der wird sich gewaschen haben, ja, und zwar, wer kriegt das Finanzministerium und wer kriegt das Justizministerium? Also ich bin dafür, der ÖVP nicht das Justizministerium zu geben, weil das geht einfach nicht. Ja. Am liebsten hätte ich die Alma Sadic wieder dort, weil die war gnadenlos. Die hat die WKS da auch arbeiten lassen. Man kann sie mögen oder nicht mögen, aber egal. Nur so als Beschreibung dessen. Und Finanzministerium wird wahrscheinlich in die Richtung rennen, dass du dort jemanden brauchst, der ein ausgleichendes Element zwischen den Parteien und den Regierungskoalitionen ist und nicht ein Lobbyist von irgendwo und irgendwas. Ja. Wenn das gelingt, ist das wiederum etwas, eine Voraussetzung, die vielleicht dann für die Zukunft eine Hilfe ist, um da wirklich dann Ergebnisse zu bringen, die dann helfen. Weil du hast ja das Einstimmigkeitsprinzip. Erstens einmal, der Kanzler hat keine Richtlinienkompetenz. Der kann dem Minister nichts anschaffen. Nicht so wie in Deutschland, wo der sagt, jetzt hau ein Finanzminister aus. In Österreich kann er schon. Naja, aber gut, aber in Österreich ausschaffen kann er noch nichts. Der Finanzminister kann Folgendes machen. Na, da passt ein Bundespräsident dann dazu. Der Finanzminister, die Querschnittskompetenz, der kann eine reden in die Ressorts. Mehr geben, weniger geben, blockieren. Das der erste Finanzminister, ganz wichtig. Ja. Ja, so. Und das wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, wenn sie sich zusammenfinden, wer dann im Endeffekt dann dort sitzt und exekutiert. Aber kannst du mir eine Frage beantworten, warum die Sozialdemokratie bereits verzichtet hat auf den Finanzminister, verstehe ich nicht. Haben die keinen oder gibt es da keinen? Haben die keinen? Oder traut sich das keiner dort zu? Warum schenken die das her? Weil eigentlich ist ja logisch, wenn die ÖVP den Kanzler stellt, müsste ja die SPÖ den Finanzminister stellen. Und jetzt liest und hört man überall, na, wollen sie eigentlich. Es ist im Prinzip richtig, was du sagst, aber nicht richtig, wenn es um drei Parteien geht. Da ist es schwieriger. Bei zwei Parteien kann man sagen, okay, du hast einen Kanzler, ich bin ein Finanzminister, ich bin ein Anhänger von dem Modell. Wir stellen den Bundeskanzler um den Finanzminister, weil dann gibt es keine Streiterei, dann ist es Konkurrent. Und es ist trotzdem so, dass du ein Einstimmigkeitsprinzip hast in der Regierung. Ich bin auch in der Regierung gesessen, jahrelang. Ja. Ich kenne das, wie das dort abläuft. Und du hast im Parlament, brauchst dann auch noch Mehrheiten. Und wenn du ein Hirn hast, dass du möglichst oft die Opposition einbeziehen. Und wenn du noch mehr Hirn hast, du hast bei der Gesetzgebung die Beamten, die Experten und die Abgeordneten immer an den Tisch setzen, sodass das eine wirkliche konstruktive Einheit ist. So, ob sie das alles zusammenbringen, weiß ich nicht. Aber ich denke in erster Linie an Österreich und nicht eng parteipolitisch. Und ich hoffe, es kommt was zustande, das Österreich nutzt. Schauen wir mal, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall noch ziemlich oft darüber reden, glaube ich, in den nächsten Wochen. Für heute sind wir am Ende. Kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter. Und zwar mit Leo Lugner und Veronika Born-Mehner. Auch die diskutieren gleich zur neuen Ampelregierung und der Frage, kann das überhaupt funktionieren zwischen diesen drei Parteien. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.